Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich melde mich mal zurück und wollte euch mal berichten, was mir in der Zwischenzeit so alles passiert ist. Und viele, viele gute Sachen, viel Bürokratie. Dann habe ich noch hier zwei Leute, die mich abgezockt haben, es versucht haben, nachdem sie gehört haben, dass ich von euch spenden bekam. Und das ist die Kanone. Also, was ist passiert? Ihr merkt, ich spreche schon wieder etwas deutlicher. Deshalb habe ich mich getraut, heute auch mal ein kurzes Video für euch zu machen. Eigentlich hauptsächlich, um mich bei allen, die mir die Daumen gedrückt haben, die mich bis jetzt begleitet haben mit meinem Müll hier, einfach mal Danke, 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 Danke sagen. Und natürlich auch großen Dank an denen, die mir finanziell geholfen haben, denn das hat mir bis jetzt richtig weitergeholfen. Muss alles selber zahlen. Ne? Bis auf die Chemo und davon auch vielleicht nur ein Teil, was ich wieder bekomme und so. Also an gestern habe ich wieder 550 Euro abgedrückt für ein einfaches CT. Also die haben ja Letten am Zaun. Aber wenn das hier 550 kostet, dann kostet es in Deutschland das doppelte Minimum. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und ja, ihr seht auch, dass ich noch nicht gesund bin. Schaut mal meine Augen an. Das haut ab. Ne? Also ich sehe nach wie vor doppelt und das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern. Ich hoffe, irgendwann mal. Mein Gehör ist wieder einigermaßen in Ordnung. Das war nach der OP zwar besser, aber es ist jetzt mittlerweile so, dass ich ja. Das ist mir da, dass ich höre, also auf der Seite auch. Das war ja die, da hatte ich nur noch maximal 20%, 10% und hier 80, 70 und so. Und dann wird es auch weniger, weil der blöde Tumor, der hier ist, der hat ja auch auf den Hörgänge gedrückt und das war ein richtig Hammerding. Und die haben ja auch nicht alles rausbekommen. Deshalb jetzt auch die Chemotherapie und die Bestrahlung. Ja, danke, danke, danke. Wir haben mir wirklich geholfen. Der Tumor ist jetzt nicht gewachsen. Er ist sogar ein kleines bisschen, wo ist das? Kleines bisschen kleiner geworden. Und ich bin mega zufrieden eigentlich. Und jetzt geht's los. Gestern war der erste Tag, wo wieder mal wieder ein CT, man gefühlt ist, was heißt gefühlt ist. Es sind nur verschiedene, also vom MRT bis CT insgesamt so viele 5, 6 bis jetzt. Und ja, man wird da verrückt. Ja, also er ist ein bisschen sogar ein bisschen geschrumpft, aber trotzdem müssen wir das machen, weil sonst überlebe ich das nicht. Das ist also eindeutig. Ja, und jetzt mache ich es auch. Voraussetzung ist natürlich wieder, bevor Sie jetzt mit der Bestrahlung anfangen. Wir machen es übrigens jetzt erst Bestrahlung 3 Wochen enden und dann 3 Wochen lang jeden Tag kurz hin nach Szeged, 45 Kilometer hin, 45 Kilometer zurück. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich nicht mehr Auto fahren kann, weil ich sehe ja doppelt. Na, das ist echt scheiße, weil du hast auch dieses Problem mit den Abständen. Ja, das liegt an, aber ich habe einen Fahrer, der fährt mich. Und auf die Leute zurückzukommen, die mich hier verarscht haben, es waren Deutsche im Ausland, typisch, haben mir eine Zeit lang irgendwie Freundschaft vorgeheuchelt, haben für mich gearbeitet, also hier meinen Garten gemacht oder Sachen, die ich einfach auch nicht mehr konnte. Und für den Stundenlohn für 1600 forint. Und das ist in Ungarn viel. Das ist viel. Und wo sie gemerkt haben, es wurde mir gegen mich schlechter und ich benötige sie, dann kam der liebe Freund von ihr an und sagte, ja, jetzt müssen wir 2000 haben im Monat, am Tag, in der Stunde. 2000 forint die Stunde. Das heißt, das schon mal, wie viel Prozent? 15%? Keine Ahnung. Jedenfalls von 1600 auf 2. Innerhalb von 2, 3 Wochen. Und dann kam es dazu, dass es mir noch schlechter ging und dass wir jetzt wussten, ja, okay, fahren kann losgehen, sobald die mir das okay geben.
Sind halt noch zwei Sachen zu machen. Bis jetzt halt noch die Zähne. Alles, was lose ist und nicht gut ist, raus. Und danach werde ich wohl kein Video aufnehmen, weil ich mich so schäme, weil ich dann gar keine Fresszähne in meinem Gesicht habe. Und die Haare werden mir auch ausfallen. Aber egal, scheißegal. Hauptsache ich überlebe die Scheiße. Ja, und die haben mich halt über den Tisch gezogen, indem sie sagten, ja, klar, zu dem Preis fahren wir dich hin und wieder zurück. Ja, und kurz bevor es jetzt losging, kriegte ich dann von ihm eine Messenger im WhatsApp. Ja, du, eigentlich lohnt sich das für mich nicht. Ich habe das nicht nötig. Ich brauche dich nicht. Du brauchst mich. Und ich will jetzt 3000 Forint die Stunde. Was? Also ursprünglich 1600 auf 3000. Na, und das ist ja deutscher Stundenlohn. Und puh, ne. Das ist nicht ganz dicht oder was? Das Ding habe ich jetzt irgendwie mal eine Woche mitgespielt. Und da hat er mich noch irgendwo einmal hingefahren. Habe ich ihm tatsächlich 3000 Stunden gezahlt. Mit dem Hintergegangen ist super jetzt ein anderer Fahrer. Weil er hat es ja bis zum Schluss ausgezögert, dass ich keine Zeit mehr hatte, da irgendwie jetzt noch einen anderen Fahrer zu besorgen. Dann kam auch der Spruch: Ja, deine Leute haben ja für dich gespendet. Und jetzt kannst du mir auch 3000 geben. Ich sage: Hallo? Wovon lebe ich denn noch? Ja, weil ich habe nur eine Mini-Rente und zahle davon alle Medikamente und Arztbesuche, alles. Arztbesuche zahle ich unter der Hand und all sowas. Also, deppert wärst du da. Ja, 3000 oder sieh zu, wie du Land gewinnst. Also, friss oder stirb, weißt du? Und dann gleich noch, ja, aber meine Freundin kriegt dasselbe. Naja, also voll die Hampelmänner. Und, hatten noch in meinem Besitz einen Motorroller, ich habe zwei, weil die immer auf Mitleid machen. Oh, ich bin so krank, ich bin, oh, mir geht es so gut, oh, ich bin schwanger, oh, ich kann nicht arbeiten. Und dann habe ich ihm einen Roller gegeben, habe gesagt: Okay, den kannst du haben unter einer Voraussetzung, dass du das und das machst. Und das ist beides jetzt nicht mehr. Die haben sich an ihr Wort nicht gehalten, mache ich auch nicht. Ich habe die Papiere von Roller, jetzt rücken sie das Ding nicht raus, den Weg zurück haben. Ja, der nächste Schritt ist halt, dass ich die Polizei hole. Und ich denke, ich mache es nicht, aber ich mache es. Genauso wie ich euch davon jetzt berichte. Und noch keine Namen nennen und keine Orte, aber ich warne euch vor diesem Pärchen, also vor das Abzockerpärchen. Raffgierig wie die. Naja, egal. Also ich habe, guck mal hier. Also ich hab eine Rolle, kann man das sehen? Deshalb konnte der andere eigentlich ja, von ihr gefahren werden, aber ja. Undankbares Mistvolk. Und ich habe denen wirklich alles in den Arsch gesteckt und hier geholfen und da geholfen und das geschenkt. Und die kommen mir plötzlich mit 100% mehr Lohn. Da müsst ihr euch mal vorstellen. Oder wir fahren dich nicht. Das heißt, wie komme ich zu meiner Chemotherapie? Ohne Chemotherapie sterbe ich. Also, jetzt habe ich euch lange genug zugequatscht und ich vermisse euch ganz doll und möchte eigentlich das andere Format weitermachen, sobald ich wieder sprechen kann, weil ich habe hier da irgendwie noch dicke, fette Knoten, aber da kümmern wir uns später drum. Und deshalb ist die Zunge irgendwie auch teilweise gelähmt und ich kann nicht atmen, wenn ich auf dem Rücken liege. Also, das ist ganz schön scheiße. Also, ihr wisst, mir geht's gut. Ne? Meine Hunde leben auch noch. Da ist der eine, da hinten in der Ecke am Haus ist der andere. Ja, und die dritte ist mir verstorben. Ihr Lieben, danke nochmal für eure Hilfe. Und das hat mir, ich sag's nochmal, das hat mir mega über den Berg geholfen bis jetzt. Gut, danke und tschüss, euer Nino. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken.